Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu die Siedler 7. Und ich bin von Tadrien. Okay. Ja, wir sind jetzt eigentlich dabei. Endlich mal, denke ich. Ja, wir haben Todbeschwörung jetzt auch erforscht. Damit die wichtigsten Forschungen. Akkordarbeit wäre natürlich noch nicht schlecht. Davon fehlt uns ein Geistlicher. Dann geben wir jetzt erstmal die Forschung in Auftrag. Und dann wird angegriffen. Er hat zwar mit dieser Armee eine ziemlich hohe Kampfkraft. Dieser jedoch nicht, weil er hat keine Forschungsupgrades und kein Banner. Das hat nur diese und diese Armee. So, durch den Turm sollten wir ziemlich leicht durchschlagen können. Jetzt müssen wir die beiden Armeen besiegen. Und ja, was hat diese Armee? Okay, sie ist gut bewaffnet. Das kann man nicht leugnen. Okay, so wie es aussieht, den beide Armeen auf unserer Seite ordentlich Verluste. Weil er halt noch so viele Reiter hat. Glückwunsch! Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Jo, Schlacht gewonnen. Uns ja hier unter Kriegsführung angucken, wie so die Verluste sind. Ja, hauptsächlich Pikiniere haben wir verloren. Also nehmen wir uns erst bei ihm hier. Er hat eine Kanone verloren, so wie es aussieht, und 10 Pikiniere, 9 Pikiniere. Schließt neues Land, mein Freund. Jo. Großartig. Und du hast Pikiniere verloren. Und Musketiere. Naja, das Gold ist kein Problem. Wir müssen auch auf unser Weizen achten. Ihr werdet angegriffen. Wobei, halte ich noch zurück. Schlacht gewonnen, so. Das heißt, eigentlich sollten wir gleich nachsetzen. Und ihn komplett aushungern.
Du hast zwar schön viel Kanone da, aber ansonsten kannst du auch nichts vorweisen. Euer Königreich wird angegriffen. Oh, hier habe ich jetzt umzustellen. Holen wir gleich zum Gegenschlag aus. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Das können wir reparieren. Hier können wir dann ruhig Steine abbauen. Oh, er hat ein Pferd. So, 6 Pikettiere für dich. Bist schon... Ach, du warst die ganze Zeit voll. Ein Pikettier für dich und 5 Musketiere. Und ja, 4 Kanoniere. Aber ja, er sollte eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit haben, jetzt Soldaten auszubilden. Also gut, ich sehe hier unten Getreidezucht. Ja. Wohnhäuser und alles Mögliche. Aber erstens ist er abgeschnitten eigentlich. Also ja, der kann hier keine Armee mehr aufstellen, die uns gefährlich werden könnte. Wie sieht es eigentlich hier aus? Bekehrung und Liefer ist doch recht teuer. Das heißt, ich muss die wirklich mit Waffengewalt wahrscheinlich da raushauen. Was aber auch kein Problem sein dürfte. Ja. Was hier... Also Maschinenbau sollte ich mal machen. Habe ich dafür noch genug Bücher? Ja, habe ich. Aber kein Bier mehr. Nee. Können wir aber ändern.
Bier kann ich nochmal 10 kaufen. Wie sieht es mit Weizen aus? Also Weizen ist schon wieder fast alle. Ich glaube, ich habe gar kein Weizen in Auftrag gegeben, zu handeln mit Weizen. Ne? Könnte auch sein. Wie Geld ist denn noch in der Kasse hier? Auch nicht mehr so viel. Und ja, das reicht an Bier eigentlich. Lieber mal 10 hier vom Verkaufen. Und hey, der bringt sogar seine Münzen wieder. Auch immer, der nur mit 4 Münzen reist jetzt. Auch gut. Hauptsache mehr Weizen. Oh, neuer Soldat. Weiter rekrutiert. Oh. Nein, keine Reiter. Ah. Musketiere. Gut, du kannst einen Reiter haben, wenn du unbedingt möchtest. Nicht Musketiere, Kanoniere. Gut, dann, geben wir dir einfach mal den Reiter ab. So, da gucken wir mal, ob bei allen alles stimmt, was wir so haben. Ein Reiter, okay. Fehlen bei dir nur noch 10 Musketiere. Peter, du bist voll. Dir fehlt ein Musketier und Kanoniere, ja. Und ja, man merkt, Weizen ist knapp. Die Schweinezucht bricht langsam wieder ein. Ah ja, unseren Balderus haben wir jetzt komplett. Zerlegt. So. Ihr könnt wieder Geologie machen. Bauen wir die beiden Dinger auch noch aus. Und dann holen wir Balderus da raus aus der Stadt. Ja, die andere Stadt werden wir dann auch plätten müssen. Hier ein paar Lagerhäuser ausbauen. Ja, meine ganze Schwerwirtschaft werde ich dann hier rüber verlegen müssen. Also gerade was Schweinezucht, Bäckereien und so weiter angeht. Hier haben wir verdammt viel Ackerfläche. Also hier drüben 2 Weizenfarmen, 3 Mühlen, Bäckerei hin. Hier drüben 2 Weizenfarmen, Mühlen. Und hier ist schlecht.
Ja, wir werden sehen.